Klar ist es manchmal, es ist aufwendiger, wenn ich dann in einer hochkonzentriert dran bin und dann mit Materiellem vor allem dann eben auch noch da Dinge zusammengetragen habe und Dinge noch nicht wirklich materiell gemacht habe, sondern die sind auch noch ein Zeitlang nahe wie in einem Arbeitsspeicher drin. Und wenn dort Störungen kommen, dann, also Störungen, das heißt, ich mich mit etwas anderem befassen muss und mich noch nicht wirklich so, das lernen wir aber, oder? Das ist eine der ersten Lektionen, dass wir, wenn wir da rausgehen aus diesem, also Modus des Erschaffens von Materiellem, dann machen wir dort eine Marke und machen eine Art wie eine Zwischenspeicherung. Das lernen wir. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir auf eine Art, also wenn wir das nicht mehr uns gewahr sind, dass wir das machen müssen, oder wenn wir auf eine Art eben gestört werden, wo das durch einen Notfall zum Beispiel, oder wo wir dann gar keine Zeit mehr gebrauchen können, sondern wirklich gerade wegspringen müssen, dann haben wir dort natürlich ein Daten. Leck, ein. Dann müssen wir wieder schauen, wo waren wir jetzt genau und dann, das ist aufwendig und das möchten wir vermeiden. Und da gibt es dann schon auch Reibungen zwischen dem wissenschaftlichen Geist und Erschaffen und dem Sozialen. Das ist so, ich denke, das bringen wir nicht weg, wenn wir auch wieder das Ganze, das Schamanische auch wieder in dieser modernen, heutigen Form eben doch auch zulassen und praktizieren. Aber damit muss man auch leben. Das sind ja, wir haben ja so viele grandige, wunderbare technische Möglichkeiten. Wir haben Kapital als Speicher von Wohlstand sogar und da liegt das dann schon auch drin, dass wir das soziale Element wirklich auch gebührend gewichten, oder? Und die Priorität dann wirklich auch dort haben, oder? Aber es kann auch natürlich auch in der Arbeit, in dieser Produktionsstraße hier, auch zumindest zeitweilig, oder wenn ich ja schon mich derart zeige, wie ich produziere. Das geschieht normalerweise alles nur irgendwo im stillen Kämmerlein, in Elfenbeintürmen der Wissenschaft. Ich zeige das alles offen hier, oder? Da können natürlich dann schon auch so Zwischenzustände auch materiell werden, die dann noch nicht das Gelbe von Ei sind. Aber deshalb gibt es ja auch auf jedes Video, bei jedem Video auf YouTube steht, Sie dürfen da nicht einfach nur jetzt einen einzelnen materiellen Punkt da, also jetzt diese Aussage oder eine Aussage, Yoga sei ja auch nur zu verstehen als, Medizin, wo man eben den Placebo-Effekt für sich ausschlachten kann oder unerkannt bleibt in an sich materieller Wirkungslosigkeit. Wenn Sie dann nur das rauskopieren, das steht auf der Webseite, das, dann haben Sie, müssen Sie selber diesen Schaden dann verantworten, oder? Es ist, gibt die Verpflichtung, das ist verbunden mit dieser, mit diesem Stream, oder? Dass Sie, dass Sie einen größeren Zusammenhang anschauen und ich verstehe, dass das bei den Videos schwierig ist, weil Sie dann auch nur so ein einzelnes Video haben. Ich hoffe zwar doch einigermaßen gut angeschrieben. Also Sie müssen vielleicht einmal 10 Minuten investieren, um den Zusammenhang zu haben. Es gibt oder ein ganzes Video wenigstens und dann noch ein bisschen zurück und nach vorne schauen und es gibt die Infokarten, es gibt die Webseite und dann schlussendlich gibt es dann eben auch das Buch mit einem mit mehreren, also Registern aus mehreren Sichtweisen auch. Und da müssten Sie dann schauen bei Yoga,
Also dann können Sie nicht sagen, ja, beim Yoga kommt er nicht raus, sondern da ist die Verpflichtung eben, wie ich es auch habe generieren dürfen aus einer Gesamtschau, die kennen Sie gar nicht. Aus einer Gesamtschau, dass ich habe es materialisieren können, das wird materiell in diesem Buch. Dann haben Sie Gesamtschau, Yoga, sehen dann, Yoga gibt es im Register, da gibt's sicher 20, 30 Eintragungen zum Thema Yoga. Auch bei einem wichtigeren Thema steht dann noch die Optik, die verwendet wurde, die Sichtweise oder den Zusammenhang irgendwo, dass man nicht alle Stellen dann durchschauen muss, sondern schon einen Anhaltspunkt hat und dann eben auch sieht, heutige Yoga hat mit Patanjali-Yoga nichts mehr zu tun. Und dann sehen wir aber hier Aussagen eines Westwissenschaftlers, was das Yoga des Patanjali sei. Aber Grundzüge hat er nicht verstanden, weil er die Sicht aus dem rein Geistigen nicht hat. Oder? Solche Nachweise aber finden Sie dann im Buch. Und wenn Sie dann schon verurteilt haben, dann ist es eben zersprungen, aber das ist dann nicht meine Verantwortung. Ich mache auch einfach mein Mögliches. Und ja, Sie finden auf der Webseite eine andere Struktur, die auch wirklich notwendig ist, beizuziehen. Und da sehen Sie die Notwendigkeit der Innenschau. Mit der Innenschau ist auch wissenschaftlich, westlich wissenschaftlich anerkannt, dass es das gibt, mit einer besonderen Qualität. Und diese Innenschau darf nicht drogeninduziert sein. Dort machen wir es kaputt. Das sehen Sie auch mit renommiertesten Persönlichkeiten, die sich dazu äußern. Larry, nicht gerade Larry selber, aber sein Wegbegleiter Ralf Metzner äußert sich eindrücklich dazu, was Drogen mit uns anstellen. Und diejenigen, die eben Schamanismus, ist ja auch hier so, oder dann die Drogen sind dann auch einfach so dabei, das wird dann alles in einen Topf geworfen und diejenigen, die Drogenaussagen machen, sind dann auch im Topf des Schamanismus dabei. Das ist nicht wissenschaftlich. Da muss dann schon einmal zuerst einmal die Grundstruktur von Klaus E. Müller zugrunde gelegt werden. Also Urschamanismus, Elementarschamanismus, wo das nicht vorkommt, hat man bereits das Feld der Wissenschaft verlassen, oder? Oder eine Ausbildung steht auch hier drin, die könne, ja, es ist die Lehrzeit, heißt es dann, zwischen ein paar Tagen und ein paar Jahren dauern. Dass das nicht das Gleiche sein kann, das ist ja klar, wird aber hier alles in den gleichen Topf geworfen und bei den qualitativen, inhaltlichen Aussagen dann wird das derart unscharf, dass die westliche Wissenschaft dann eigentlich sagen muss, mit dem ganzen Chaos, das wir heute angerichtet haben, wo man eben mit einer Schwitzhüttenkurse dann noch ein paar Glaubenssätze hineinkopiert noch ein bisschen träumen, dann hält man dann die Urkunde, das ist jetzt ein autorisierter Schamane, Schamanin. Dann ist das Ganze natürlich am Boden, oder? Sie sehen, wo wir uns drin bewegen und ich habe mich eben doch entschlossen, mit dem Bezeichnung Schamanismus das Ganze aufzurichten. Ich glaube, dass wir haben nur so den Zugang noch zum Echten. Bei all dem Falschen, das eben auch heute vorhanden ist, aber wir haben einen Zugang zum Echten, wenn wir sagen, es ist erstens, es ist ein wissenschaftlicher Schamanismus, da kommen wir, da ist die ganze Esoterik schon weg, also Besessenheitsschamanismus und Komplexschamanismus ist noch dabei, aber einfach, weil das historisch schon sehr bald eben auch gekommen ist mit der Sesshaftwerdung, dort kam Komplex- und Besessenheitsschamanismus.
Das ist halt auch als Schamanismus bezeichnet worden, würde ich heute nicht mehr machen. Also würde ich